Franzosen, mein Herr. Franzosen? Sonst war mir diese Nation doch immer willkommen. Sie ruhig. Und du, guter Gott, erhalte mir die Ruhe der Seele, dass ich mit aller Mäßigung so klug handle als möglich. Ja, diese Klugheit, alles, mein Freund, was Sie jemals von Überlegung bewiesen haben, nehme ich in Anspruch. Sagen Sie mir es zu, noch einmal, dass Sie bedenken, wo Sie sind. In einem fremden Königreiche, wo all ihre Beschützer, all ihr Geld nicht imstande ist, sie gegen die geheimen Maschinen nichtswürdiger Feinde zu sichern. Seien Sie ruhig. Spielen Sie Ihre Rolle gut. Ich will ihn martern. Ich bin guten Humors genug, dem Kerl an einem langsamen Feuer zu braten. Ah, meine Herren. Ich freue mich, Männer von einer Nation bei mir begrüßen zu dürfen, die ich immer geschätzt habe. Mein Herr, ich wünsche, dass auch wir der Ehre würdig sein mögen, die Sie unseren Landsleuten anzutun belieben. Das Vergnügen, Sie kennenzulernen, hat bei uns die Bedenklichkeit überwunden, dass wir beschwerlich sein könnten. Aber Personen, die der erste Anblick empfiehlt, sollten die Bescheidenheit nicht zu weit tragen. Freilich kann Ihnen nicht fremd sein, von Unbekannten besucht zu werden. Da Sie durch die Vortrefflichkeit Ihrer Schriften sich ebenso sehr in auswärtigen Reichen bekannt gemacht haben, als die ansehnlichen Ämter, die Ihnen Ihre Majestät anvertrauen, Sie in Ihrem Vaterlande distinguieren. Tja, der König hat viel Gnade für meine geringen Dienste und das Publikum viel Nachsicht für die unbedeutenden Versuche meiner Federn. Ich wünschte, dass ich einigermaßen etwas zur Verbesserung des Geschmacks in meinem Lande und zur Ausbreitung der Wissenschaften beitragen könnte. Ah. Denn Sie sind allein, die uns mit anderen Nationen verbinden. Sie sind, die aus den entferntesten Geistern Freunde machen. Und die angenehmste Vereinigung unter denen selbst erhalten, welche leider durch Staatsverhältnisse öfters getrennt werden. Sie haben mir das Wort aus dem Munde genommen und mich geradewegs auf das Anliegen gebracht, um dessen Willen Sie mich hier sehen. Eine Gesellschaft gelehrter, würdiger Männer hat mir den Auftrag erteilt, an jedem Ort, wo ich durchreiste und Gelegenheit fände, einen Briefwechsel zwischen Ihnen und den besten Köpfen des Königreichs zu stiften. Wie nun kein Spanier besser schreibt als der Verfasser der Blätter, die unter dem Titel Der Denker bekannt sind, ein Mann, mit dem ich die Ehre habe zu reden. Ich glaube, meinen Freunden keinen angenehmeren Dienst leisten zu können, als wenn ich sie einem solchen Manne verbinde. Kein Vorschlag in der Welt könnte mir willkommener sein, meine Herren. Ich sehe dadurch meine angenehmsten Hoffnungen erfüllt, mit denen sich mein Herz oft ohne Aussicht auf eine glückliche Gewährung beschäftigte.
nicht, als dass ich glaubte, durch diesen Briefwechsel den Wünschen Ihrer gelehrten Freunde genug tun zu können, so weit geht meine Eitelkeit nicht. Aber da ich das Glück habe, dass die besten Köpfe in Spanien mit mir zusammenhängen, da mir nichts unbekannt bleiben mag, was in unserem weiten Reiche von einzelnen, oft verborgenen Männern für die Wissenschaften, für die Künste getan wird, so sah ich mich bisher als eine Art von Kolporteur an, der das geringe Verdienst hat, die Erfindungen anderer gemeinnützig zu machen. Nun aber werde ich durch Ihre Dazwischenkunft zum Handelsmann, der das Glück hat, durch Umsetzung der einheimischen Produkte den Ruhm seines Vaterlands auszubreiten und es gleichzeitig mit fremden Schätzen zu bereichern. Und so erlauben Sie mir, mein Herr, dass ich einem Mann, der mit so viel Freimütigkeit eine so angenehme Botschaft bringt, nicht wie einen Fremden behandeln. Erlauben Sie mir, dass ich Sie frage, was für ein Geschäft, was für ein Anliegen Sie diesen weiten Weg geführt haben. Nicht, als hoffte ich durch diese Indiskretion eine eitle Neugierde zu befriedigen. Nein, glauben Sie mir vielmehr, dass es in der reinsten Absicht geschieht, alle Kräfte, allen Einfluss, den ich etwa haben mag, für Sie zu verwenden. Denn, ich sage Ihnen im Voraus, Sie sind an einen Ort gekommen, wo sich für einen Fremden zur Ausführung seiner Geschäfte, vor allen Dingen bei Hofe, unzählige Schwierigkeiten entgegensetzen. Ich nehme ein so gefälliges Anerbieten mit allem Dank an. Ich habe keine Geheimnisse für Sie, mein Herr, und dieser Freund hier wird bei meiner Erzählung nicht zu viel sein. Er ist sattsam von dem unterrichtet, was ich Ihnen zu sagen habe. Vielen Dank. Ein französischer Kaufmann, der bei einer starken Anzahl von Kindern wenig Vermögen besaß, hatte viel Korrespondenten in Spanien. Einer der Reichsten kam vor 15 Jahren nach Paris und tat ihm den Vorschlag, gebt mir zwei von euren Töchtern, ich nehme sie mit nach Madrid und versorge sie. Ich bin ledig, bejagt, ohne Verwandte, sie werden das Glück meiner alten Tage machen und nach meinem Tode hinterlasse ich ihnen eine der ansehnlichsten Handlungen in Spanien. Man vertraut ihm die älteste und eine der jüngsten Schwestern. Der Vater übernahm das Haus mit allen französischen Waren zu versehen, die man verlangen würde, und so hatte alles ein gutes Ansehen, bis der Korrespondent mit Tode abging, ohne die beiden Französinnen im geringsten zu bedenken. Die Älteste hatte indessen geheiratet und unerachtet des geringen Zustandes ihrer Glücksgüter erhielten sie sich durch gute Aufführung, durch die Annehmlichkeit ihres Geistes, eine Menge Freunde. Ungefähr um eben die Zeit hatte sich ein junger Mensch von den Kanarischen Inseln würdig in dem Hause vorstellen lassen. Ungeachtet seines geringen Standes und Vermögens nimmt man ihn gefällig auf. Die Frauenzimmer, die eine große Begierde zur französischen Sprache an ihm bemerkten, erleichtern ihm alle Mittel, sich in weniger Zeit große Kenntnisse zu erwerben. Voll von Begierde, sich einen Namen zu machen, fällt er auf den Gedanken, der Stadt Madrid das seiner Nation noch unbekannte Vergnügen einer Wochenschrift im Geschmack des englischen Zuschauers zu geben. Seine Freundinnen lassen es nicht ermangeln, ihm auf alle Art beizustehen. Man zweifelt nicht, dass er ein solches Unternehmen großen Beifall finden würde. Genug ermuntert durch die Hoffnung, nun bald ein Mensch von einiger Bedeutung werden zu können, wagt er es, der Jüngsten einen Heiratsvorschlag zu tun. Man gibt ihm Hoffnung,
Die Jüngste schlägt verschiedene ansehnliche Partien aus. Ihre Neigung gegen den Menschen nimmt zu. Sie interessiert sich für sein Glück wie für ihr eigenes und ermuntert ihn, das erste Blatt seiner Wochenschrift zu geben, das unter einem vielversprechenden Titel erscheint. Das Werk macht ein erstaunendes Glück. Der König selbst, durch diese liebenswürdige Produktion ergetzt, gab dem Autor öffentliche Zeichen seiner Gnade. Man verspricht ihm das erste ansehnliche Amt, das sich auftun würde. Endlich, nach Jahren des Harrens, ununterbrochener Freundschaft, Beistands und Liebe von Seiten des Mädchens, nach Jahren der Ergebenheit, Dankbarkeit, Bemühungen, heiliger Versicherungen von Seiten des Mannes, erscheint das Amt. Und er verschwindet. Die Sache hatte zu großes Aufsehen gemacht. Die ganze Stadt sprach davon. Alle Freunde waren aufs Höchste aufgebracht. Man wendete sich an mächtige Gönner. Allein der Nichtswürdige, der nun schon in die Kabalen des Hofes initiiert war, weiß alle Bemühungen fruchtlos zu machen und geht in seiner Insolenz so weit, dass er es wagt, den Unglücklichen zu drohen, wagt, den Freunden, die sich zu ihm begeben, ins Gesicht zu sagen, die Französinnen sollten sich in Acht nehmen. Er biete sie auf, ihn zu schaden. Und wenn sie sich unterständen, etwas gegen ihn zu unternehmen, so wäre es für ihn ein leichtes, sie in einem fremden Lande zu verderben, wo sie ohne Schutz und Hilfe seien. Das arme Mädchen fiel auf die Nachricht in Konvulsionen, die ihr den Tod drohten. In der Tiefe ihres Jammers schreibt die Älteste nach Frankreich die offenbare Beschimpfung, die ihnen angetan worden. Die Nachricht bewegt ihren Bruder auf das Schrecklichste. Er verlangt seinen Abschied, um in einer so verwirrten Sache selbst Rat und Hilfe zu schaffen. Er ist im Fluge von Paris zu Madrid. Und der Bruder bin ich, der alles verlassen hat. Vaterland, Pflichten, Familie, Stand, Vergnügen, um in Spanien eine unschuldige, unglückliche Schwester zu rächen. Ich komme bewaffnet mit der besten Sache und aller Entschlossenheit, einen Verräter zu entlarven und mit blutigen Zügen seine Seele auf sein Gesicht zu zeichnen. Und der Verräter bist du. Sie haben ein ehrliches Mädchen mit kaltem Blute beschimpft, weil sie glaubten, in einem fremden Lande sei sie ohne Beistand und Rächer. So handelt ein Niederträchtiger, ein Nichtswürdiger. Und also zuvörderst erklären sie eigenhändig, freiwillig, dass sie meine Schwester betrogen, verraten, sie ohne die mindeste Ursache erniedrigt haben. Mit dieser Erklärung gehe ich nach Aranjuez, wo sich unser Gesandter aufhält. Ich zeige sie, ich lasse sie drucken und übermorgen ist der Hof und die Stadt davon überschwemmt. Ich habe
mächtige Freunde hier, habe Zeit und Geld, und das alles wend ich an, um sie auf alle Art auf das Grausamste zu verfolgen. Ist sie einer solchen Gesellschaft überdrüssig hinter Buen Retiro meiner Lust zu werden gesucht haben. Bin ich glücklicher als sie, ohne den Gesandten zu sehen, ohne mit einem Menschen hier gesprochen zu haben, fasse ich meine sterbende Schwester in meine Arme, hebe sie in den Wagen und kehre mit ihr nach Frankreich zurück. Begünstigt sie das Schicksal, so habe ich das meine getan, und so lachen sie denn auf unsere Kosten. Was ich dem Herrn weiter zu sagen habe, braucht keine Zeugen. Bleiben Sie ruhig, mein Freund. Luft. Luft. Was beschließen Sie? Ich will die Erklärung schreiben. Ich will sie schreiben aus Ihrem Mund. Madrid. Ich unterzeichnete Josef Clavigo. Nur versprechen Sie mir, nicht eher davon Gebrauch zu machen. Bis ich Gelegenheit hatte, Doña Maria von meinem geänderten, reuevollen Herzen zu überzeugen. So lange bleibt die Erklärung in Ihrem Portefeuille. Ich gebe Ihnen zu, dass es hier nicht auf mich ankommt, ob ich eine so sehr verschlimmerte Sache wieder gut machen will. Ob ich sie gut machen kann, das hängt allein vom Herzen Ihrer Schwester. Wenn Doña Maria unbeweglich ist, wenn sie unerbittlich ist, dann ist es Zeit, mein Herr. Mein Betragen gegen Ihre Schwester ist nicht zu entschuldigen. Die Eitelkeit hat mich verführt. Ich fürchtete meine Pläne, meine Aussichten auf ein ruhmvolles Leben durch diese Heirat zugrunde zu richten. Nein, es ist zu spät. Schreiben Sie die verlangte Erklärung. Bedenken Sie, was Sie tun. In beiden Fällen sind wir alle unwiederbringlich verloren. Und müsste ich nicht vor Schmerz untergehen, wenn ich Marien über all ihr Unglück auch noch ihren Bruder raubte, wenn ich mit seinem Blut meinen Degen färbte. Und dann der Mörder des Clavigo würde die Pyrenäen nicht zurückmessen. Einen Augenblick länger. Ich komme von Aranjuez und hat man Ihnen nicht vergeben, wie ich denn hoffe, wie ich es wünsche. Gleich auf und mit dem Zettel in die Druckerei. Ja, wie verlangen Sie? In Gegenwart Ihrer Bedienten. Wozu denn das? Man soll nicht sagen, dass ich Sie gezwungen habe. Welche Bedenklichkeit? Ich bin in Spanien und habe mit Ihnen zu tun. Ich rufe meine Bedienung. Überlassen mir die Erklärung zu schreiben. Nein, mein Herr, schreiben Sie, ich bitte, schreiben Sie, wie ich es Ihnen sage.
Madrid. Ich unterzeichnete Josef Clavigo, Archivarius des Königs. Des Königs. Bekenne, dass nachdem ich in dem Hause der Madame Gilbert freundschaftlich aufgenommen worden, ich Mademoiselle von Beaumarchais, ihre Schwester, durch hundertfältig wiederholte Heiratsversprechungen betrogen habe. Haben Sie es? Mein Herr. Haben Sie ein anderes Wort dafür? Betrogen habe. Was Sie getan haben, können Sie ja noch eher schreiben. Ja. Ich habe Sie verlassen, ohne dass irgendein Fehler oder Schwachheit von Ihrer Seite einen Vorwand oder Entschuldigung dieses Meineids veranlasset hätte. Nun? Im Gegenteil ist die Aufführung des Frauenzimmers immer rein, untadelig und aller Ehrfurcht würdig gewesen. Gewesen? Ich bekenne, dass ich durch mein Betragen, den Leichtsinn meiner Reden, durch die Auslegung, der sie unterworfen waren, öffentlich dieses tugendhafte Frauenzimmer erniedrigt habe, weswegen ich sie um Vergebung bitte, ich mich gleich nicht wert achte, sie zu erhalten. Welches Zeugnis ich mit freiem Willen und ungezwungen von mir gegeben habe, mit dem besonderen Versprechen, mit freiem Willen. Mit dem besonderen Versprechen, dass wenn diese Satisfaktion der Beleidigten nicht hinreichend sein sollte, ich bereit bin, sie auf alle andere erforderliche Weise zu geben. Madrid. Sie halten Ihr Wort und schieben Ihre Rache auf. In dieser Hoffnung, in dieser einzigen Rücksicht, habe ich das Papier von mir gestellt. Gut, das kann ich, das will ich. Und so adieu. Leben Sie wohl. Mariens Bruder. Ist der Vater da? Ja. Ein vortrefflicher Bursche. Das Ding wollen wir bald los sein. Was hat es denn gegeben? Eine Herausforderung? Eine Ehrenerklärung? War er fein mit sich, der Bursche?
Er verlangte eine Erklärung, dass seine Schwester mir keinen Anlass zur Veränderung gegeben. Und du hast sie ausgestellt? Ich hielt es für das Beste. Und ist sonst nichts vorgefallen? Er drang auf einen Zweikampf oder die Erklärung. Das Letzte war das Gescheitste. Er diktierte mir's. Und ich musste meine Bedienten rufen. Ich verstehe. Jetzt habe ich dich, Herrchen. Heiß mich einen Schreiber, wenn ich den Buben nicht in 2 Tagen im Gefängnis habe. Und mit dem nächsten Transport nach Indien. Nein. Die Sache steht anders, als du denkst. Sie. Ich hoffe, durch seine Vermittlung und durch mein eifriges Bestreben, Verzeihung von der Unglücklichen zu erhalten. Klavigo. Ich hoffe, all das Vergangene zu tilgen, das Zerrüttete wiederherzustellen und so in meinen Augen und in den Augen der Welt wieder zum ehrlichen Mann zu werden. Du bist kindisch. Dich so betören zu lassen. Siehst du nicht, dass das ein einfältig angelegter Plan ist, um dich ins Garn zu sprengen? Aber nein, Carlos. Er will die Heirat nicht. Sie sind dagegen. Sie will nichts von mir hören. Das ist direkt Höhe. Mein guter Freund, nimm es nicht übel. Ich habe wohl in Komödien gesehen, dass man einen Landjunker so geprellt hat. Spar deinen Humor für meine Hochzeit. Ich bin entschlossen, Marien zu heiraten. Freiwillig aus innerem Trieb. Meine ganze Hoffnung, meine ganze Glückseligkeit ruht auf dem Gedanken, ihre Vergebung zu erhalten. Ja, leb wohl, ich muss hin, ich musste wenigstens sprechen. Warte noch bis nach Tisch? Nein, diesen Augenblick.